Hallo liebes Piqueur-Team, willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für den Piqueur Talents Club. Für das Video habe ich Turnier- und Trainingsvideos der letzten Zeit für euch zusammengeschnitten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Kurz zu mir und meinem Pferd. Mein Name ist Isabelle und ich bin 22 Jahre alt und das ist mein Pferd Espresso. Espresso ist ein 14-jähriger Hannoveraner Wallach und mittlerweile sind wir seit fast 8 Jahren ein Team. Ich würde mich sehr freuen, das Coaching mit dem Piqueur-Reiter Christian Kuckuck zu gewinnen. Es wäre natürlich erstens eine riesengroße Ehre, bei ihm reiten zu dürfen und auch eine einmalige Chance, die man nicht jeden Tag bekommt. Und deshalb würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Außerdem freue ich mich immer, wenn ich neue Trainingsimpulse bekomme und auch mal fremde Meinungen sozusagen zu unserem Reiten höre. Ich finde, neue Trainer oder halt auch Trainer, die einen noch nicht kennen, blicken auch ganz anders auf Pferd und Reiter als Trainer, die einen mehrmals die Woche sehen. Und ja, da können, glaube ich, ganz viele andere Tipps noch gegeben werden, als das, was man jede Woche so gesagt bekommt. Und ich möchte natürlich auch immer an uns weiterarbeiten und dass wir uns immer weiter verbessern. Und ich würde auch einfach mal super gerne bei ihm reiten. Für unsere nächsten Turniere habe ich jetzt ein paar L-Springen gemeldet. Wir sind zwar auch schon mal an M-Springen gegangen, aber da fehlt uns einfach noch die Routine und einfach auch so die richtige Kontrolle und das richtige Hinreiten zu den Sprüngen teilweise, wenn sie halt wirklich höher werden. Und gerade daran möchte ich auch weiterarbeiten, um dann wirklich den richtigen Sprung zu M zu schaffen. Auch wenn es im Training gut klappt, ist es natürlich auf dem Turnier immer was anderes. Und da freue ich mich natürlich immer über hilfreiche Tipps, die dann auch auf dem Turnier richtig angewendet werden können. Zu Hause arbeiten wir auch ganz oft nicht an der Höhe, weil die Höhe oftmals nicht das Problem ist, sondern eher an der Technik, an dem richtigen Hinreiten zu den Sprüngen, dass der Espresso den Rücken aufmacht und schön rund springt und nicht nur flach nach vorne und Gas gibt. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr einen guten Eindruck bekommen konntet, wie wir so trainieren und auch auf Turnieren unterwegs sind. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, das Coaching zu gewinnen und viele hilfreiche Tipps mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und sage dann tschüss und hoffentlich bis bald.